dass ich nur 250 Euro fürs Essen gebraucht habe. Das habe ich genau einen Monat geschafft und gesagt, das funktioniert auf Dauer nicht. Die Armutsgrenze rückt gerade für viele ein gewaltiges Stück näher. Jeder Sechste gilt in Deutschland als arm. Mittlerweile haben wir eine gestiegene Inflation, Preissteigerungen in sämtlichen Lebensbereichen. Deshalb sind Dinge wie das Kinderzimmer renovieren für die alleinerziehende Michelle aus Darmstadt eine große Herausforderung. Es war einfach ihr Wunsch. Ich habe viel mit ihr geredet und halt einfach ihr auch erklärt, dass wenn wir das jetzt so umsetzen wollen, auch wie sie es möchte, das eventuell einfach länger dauern kann. Und genau so schaffe ich nur solche Sachen, indem du dir viel Zeit nimmst, indem du nachschaust, auf Angebote guckst, auch wenn es jetzt nicht gerade die günstigste Zeit ist. Aber es ist irgendwie meistens, ja, wann ist denn die Zeit mal günstig? Rein statistisch gesehen gehört Michelle zu der Personengruppe, die am häufigsten von Armut betroffen ist. 18 bis 25 Jahre alt, weiblich, alleinerziehend mit einem Kind.